Hallo, ich grüße euch nun zum 13. Teil. Das ist sicherlich keine Unglückszahl. Ja? Wir wollen ja glückliche Menschen werden. So, also, wir sind ja in der ganzen Abfolge bis dahin gekommen, dass wir den Personalausweis abgeben mit dieser Abgabeerklärung, in die wir die Personenstandserklärung versenkt haben. Und der nächste Schritt ist die Wahlbenachrichtigung. Tja, da sagt man sich, was hat denn nun die Wahlbenachrichtigung mit dem Personalausweis gemeinsam? Na gut, Personalausweis überblendet die Staatsangehörigkeit. Das heißt, ihr bekommt eine Rechtsstellung einer Staatsangehörigkeit aus dem Nationalsozialismus, genau in dem Moment, wo ihr diesen Personalausweis annehmt. Und zwar vom 5.2.1934. Das ist die Rechtsgrundlage, die hier versenkt worden ist. Das sagt man euch nicht, auch wenn ihr beim Meldeamt bzw. beim Personenstandswesen fragt, auf welcher Rechtsgrundlage habe ich denn diese Staatsangehörigkeit Deutsch? Da wird man euch regelmäßig anlügen, nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz. Also ich mache euch mal den Dialog deutlich. Ich komme rein und stelle fest, ja, ich habe in meinem Personalausweis hier Deutsch gefunden, aber ich finde im Gesetzblatt den Begriff gar nicht. Ja, das ist aber so in der Bundesrepublik. Da sage ich, naja gut, aber ich meine, ihr müsst dann nach dem Gesetz, ja, ich habe da meine Anweisung. So, da sage ich nochmal, ihr müsst nach dem Gesetz verfahren, ihr könnt dann irgendeine Anweisung erfahren. Oh ja, mein Chef hat mir das gegeben. Na, ich sage, was hat er Ihnen denn gegeben? Zeigen Sie mir nochmal her, vielleicht können wir da den ein Irrtum aufklären. Nee, das darf ich nicht. So, dann geht das weiter. Da sagst du, naja, die Staatsangehörigkeit kann ja nur mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz begründet werden. Welches Staatsangehörigkeitsgesetz nutzen Sie denn? Na, das Gültige. Na, ich sag, es gibt da verschiedene Auffassungen, was gültig ist. Wir haben ja das Rustag vom 22.07.1913 und wir haben das Stag. So, beim Stag, da steht das Ausfertigungsdatum des Rustags drin. So, das kann aber gar nicht stimmen, weil der Frau Merkel nun mal nicht zusammen mit dem Kaiser bei der Bootsfahrt dabei war, 1913. So, also hat sie ja, das nicht ausfertigen können an dem Tag. Und die Bundesrepublik gab es ja erst Ende 40er Jahre. Ne? So, also kann schon mal nicht stimmen. Also, ja. Ne? So, jetzt geht das Geier los. Ja, das Gesetzblatt habe ich nicht und ich weiß das auch nicht und ich kann Ihnen das nur so machen, wie das mir mein Chef gesagt hat. So, ja, und genau an dem Punkt kommt ihr nicht weiter. So, nun muss man ja sagen, wenn jemand lügt, ne, oder einen falschen Vortrag macht, dann gibt es nur eine Möglichkeit, da rauszukommen aus der Nummer, indem man ihn mit den Tatsachen konfrontiert. Indem man einfach sagt, na angenommen, es stimmt so, ne, was Sie mir hier erzählen. Das ist alles so, Bundesrepublik, alles souverän. Also wir hatten auch jetzt mal vor kurzem eine Autofahrt zusammen mit jemandem, den ich hier ein bisschen betreut habe mit rechtlichen Dingen. Und er hat seinen Richter angerufen und der Richter hat ihm erklärt, dass die Bundesrepublik souverän ist. Das ist ja eine steile Nummer. Ne? Bundesrepublik ist souverän. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass im Haushaltsplan der Bundesregierung die Besatzungskosten ausgewiesen werden. Ja, ist so. Guckt rein, Haushaltsplan, und alle souveränen Staaten bezahlen ja Besatzungskosten an ihre Besatzer. Ne? Das haben ja alle souveränen Staaten so an sich. Das ist so, ja? Sagt man euch so in der Schule. Naja, es ist ein Ne. Ein Staat ist dann ein Staat, wenn er nicht einer Fremdbestimmung unterliegt. Sobald eine Fremdbestimmung da ist, ist es kein Staat. Ne? Selbst ein Schurkenstaat ist ein Staat, weil der Schurke keine Fremdbestimmung zulässt. Ne? Schurke aus amerikanischer Definition. Also wenn jemand als Staatsoberhaupt für sein Volk was tut, was den Amerikanern nicht gefällt, dann ist er ein Schurke. Ne? Aber sein Staatsgebilde ist ein Staat, weil er hat hat keine Fremdbestimmung. Ne? Ob nur Fidel Castro jetzt ein gutes Beispiel ist, weiß ich nicht, aber ein souveräner Staat ist zum Beispiel Iran. Ne? Da gibt es keinen Zweifel über dessen Souveränität, weil die lassen sich überhaupt nichts reinreden. Und man kann ja auch die Nachrichten von denen in Deutsch empfangen. Gibt einfach mal ein, ihre.ia oder german.ihre.ia. Habt ihr jeden Tag aktuelle Nachrichten? Ist zwar viel aus der Region, aber das weltweit Wichtige fordert dort. So, ne? Und die lassen sich von Amerika und von England und sonst wo nicht reinreden. Und deswegen sind sie eben immer die bösen Atomterroristen. Ja, müsst ihr euch was dazu denken. In ein bisschen abgeschwächter Form trifft das auf RD Deutsch zu, obwohl ich auch manchmal merke, dass sie sich nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen wollen. Aber
ist da schon ein anderes Kaliber. So, gut. Also, wenn also so ein falscher Vortrag kommt, wisst ihr also, hier muss irgendwas nicht stimmen. So, und genau das Gleiche ist es mit der Wahlbenachrichtigung. Das, was ihr da in Händen haltet, ist es nicht das, was es ist. Denn wer ist denn wahlberechtigt? Im Staat wahlberechtigt ist, wer über 26 Jahre ist und männlich ist und gleichzeitig die Staatsangehörigkeit im Bundesstaat hat. Der ist wahlberechtigt, weil die Wahlen dienen dazu, jemanden zu legitimieren, Gesetze zu ändern. Da müssen wir fragen, wenn wir die Bundesregierung gewählt haben, warum können Sie denn das Ausfertigungsdatum vom Staatsangehörigkeitsgesetz nicht auf ein aktuelles Datum setzen? Ja, da müssen wir mal überlegen, vielleicht sind sie doch nicht so gewählt oder nicht so souverän, dass sie das nicht dürfen. Ja, könnte das sein? Ja, könnte das zusammenhängen? Könnte passen. Ne? Gut. So, also, wir haben nicht gewählt. Ist ein Fakt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch geurteilt, dass noch nie der gesetzliche Gesetzgeber am Werk war. Mit dem Nie meint er natürlich nach der Entthronung des Kaisers. Also, bis zur Entthronung des Kaisers, genau an dem Tag, ist alles das, was dort passiert ist, noch staatlich. Und ab dem Tag ist es feinstaatlich. Also Weimarer Republik gehört zu den Feinstaaten, Nationalsozialismus gehört zu den Feinstaaten und die Bundesrepublik gehört zu den Feinstaaten. So, nun ist natürlich die Bundesrepublik aufgrund dessen, dass sie Rechtsnachfolger der Weimarer Republik geworden ist, weil sie Teile der Weimarer Verfassung von 1919 übernommen hat, obwohl die ungültig ist, ja, sind sie Rechtsnachfolger geworden und die Rechtsnachfolge treten sie durch den Nationalsozialismus auch an, weil sie 17 Gesetze aus dem Nationalsozialismus fortführen. Schweres Wort. So, nun fragt man sich, die machen immer einen Kampf gegen rechts und links und gegen Nazis. Was sind denn Nazis? Mir konnte bis jetzt noch keiner erklären, was ein Nazi ist. Ja, also ich weiß, Nationalsozialismus, müsste man ja mal gucken, ob man das irgendwie abkürzen kann. Also na, also national, da würde man Sozialismus na so. Also na so wäre ein Nationalsozialist. Aber da kommt gar kein Z vor. Also kann ich doch von Nationalsozialismus auf Nazi schließen. Funktioniert irgendwie nicht. Ne? Kann man auch keiner erklären. Nee, gibt eine Erklärung. Es gibt nationale Zionisten. Ja, Zionist hat erstmal nichts mit Juden zu tun. Zionist ist jemand, der eine bestimmte Weltanschauung vertritt. Man kann auch sagen, ein gewisses Elitendenken, ein angenommener Glaube, der nicht auf realistischen Annahmen beruht, sondern einfach nur auf diktatorischen Festlegungen. Ne? Und die sagen, wir sind die sieben herrschenden Familien in dieser Welt, die sieben elitären Blutgruppen. Und das ist eine Handvoll Leute, sagen wir mal so, ich sag mal so 300, 300, ne? 300 Leute, die das Gedeih und Verderb der Welt bestimmen. Es ist nicht das Parlament, das hier regiert. Ne? Es sind diese mächtigen Familien, die mächtigen Großbetriebe haben und die diktieren den Politikern, was ja passiert. So, und auf normale Weise würden die nie gewählt, weil deren Charakter ist dermaßen verdorben und schlecht und ihre Taten sind auch nicht wegzureden, ne, oder gut schön zu reden, sondern die hängen eben in den ganzen Kriegsgeschehen und in den Menschenrechtsverbrechungen drin und die kommen da auch nicht raus. Und es ist auch nicht möglich, dass diese 300 Leute so viel Macht ausüben können, dass nicht State Department oder das Militär nicht dahinter käme. Also so schlecht funktioniert der Geheimdienst auch nicht. Und wenn ich jemand erpresse, ne, was macht er? Der macht das Gleiche, was ich mache. Er dokumentiert. Er dokumentiert, was sein Chef ihm angewiesen hat, wem die ganze Sache dient. Und genau mit derselben Nummer ist rausgekommen, wie vor's Jahr versucht worden ist, eine Atomrakete aus den USA rauszuschmuggeln, um da irgendeinen Terroranschlag zu verüben. Weil der Offizier gesagt hat, ey, hier läuft was Grundlegendes, das kann überhaupt nicht sein. Und viele andere Dinge auch. Also ein zentralistisches System lässt sich nicht so steuern, dass die schwarzen Schleimspuren, sage ich mal, von diesen Amöben nicht sichtbar würden. So, das ist einfach so. Sie können also ihre Macht nur dann aufrechterhalten, wenn sie die Leute mit dem Leben bedrohen. Und das einzige System, was das aktuell tut, das ist die Machtpyramide der Jesuiten und Freimaurer. So, ne? Wer da einmal drin ist, man weiß ja, aus einer Mafia kann man nicht austreten. Und die Mafia ist noch das geringste Übel an dieser Pyramide. Es geht also hoch bis in die 33. Grad und dann kommt drüber noch diese hohen Räte. Und dann gibt es den Rat den 300, den Rat 13 und dann die eigentlichen Entscheider. So, wenn ihr euch das mal ansehen wollt, wie das aussieht, dann guckt ihr einfach mal bei Google und gebt mal einen Eulenspiegel und dann Symbolik. Ne? Symbolik mit K.
So, und da kommt ihr auf ein Dokument, wo hergeleitet worden ist, wie sich diese Pyramide zusammensetzt und wie die neuen Felder des Machtausübungssystems aussehen und wer im Prinzip der Sänftenträger dieses ganzen Systems ist. Ja, da gibt es also neun Felder, Kommunismus, Humanismus, Teilung der Welt in Arm und Reich und so weiter, das ist alles gewollt. Ja, es müsste niemand hungern, wenn wir das wollten. Wenn morgen Frieden wird, würde der Hunger sofort aufhören auf der Welt. Es würde auch keine Notwendigkeit sein, von früh bis Abend mehr als nötig zu arbeiten. Das ist einfach nicht nötig, weil die Erde so viel abwirft, dass jeder einfach nur einer normalen Tätigkeit nachgehen braucht. Dann würde es reichen. Und nicht mal die Frauen müssten arbeiten, die können sich um ihre Familie. Es würde reichen. Auch für die ärmsten Länder der Welt würde es reichen. Es ist nur einfach falsch verteilt. Ja, weil gewisse Leute ständig über ihren Standort leben müssen, weil sie denken, sie sind was Besonderes. Sie kommen da mir da sofort in den Sinn Blaublütische. Es gibt aber kein blaues Blut. Ja, das sind Menschen wie du und ich, nur haben sie ein Problem, die haben ein Geltungsbedürfnis, was nicht normal ist. So, und deswegen haben wir Kriege, deswegen haben wir eine Regierung, die uns anlügt, deswegen haben wir Unfrieden und müssen deutlich mehr arbeiten, als gut ist, auch für unsere Gesundheit. So, ich halte nichts von Gammelei, ich sage es ganz deutlich, ne? Also jeder soll auch arbeiten. Es steht nirgends auch, in der Bibel steht nirgends drin, dass es eine Rente gibt, wo Rentner nichts mehr machen braucht. Steht nicht. Und es steht auch 6 Tage sollst du arbeiten und nicht 5. Ne? Also das ist schon alles da. Aber arbeiten und rammeln ist immer ein Unterschied. Ne? Also ausgebeutet werden. Und dass man ja, seine Persönlichkeitsrechte im Prinzip am Werkstor abzugeben hat. Das kann nicht sein. Ja, und da muss grundlegend was geändert werden. Und das hat ja der Kaiser eben auf den Weg gebracht. Und das ist auch ein Teil seiner der Kriegsgründe, was anderen Ländern eben nicht gepasst hat. So, gut, sind wir wieder abgeschweift. Gut. Ja, ich muss euch einfach immer mal ein bisschen ein paar Impulse geben, etwas anstechen in die richtige Richtung, damit ihr nicht alles glaubt, was euch da so aufgetischt wird. Es ist einfach nötig, weil man es einfach nicht versteht, wo das Problem ist und wo die Lösung liegt. So. Also, Wahlbenachrichtigung. Was sagt die Wahlbenachrichtigung? Die Wahlbenachrichtigung erzählt euch, ihr hättet eine Staatsangehörigkeit nach Artikel 116.1 Grundgesetz. Da muss man mal überlegen, wo gilt denn das Grundgesetz? Der Geltungsbereich des Grundgesetzes wurde am 18.07.1990 schon einmal gelöscht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, nachdem die DDR-Verfassung gewählt worden ist, wäre theoretisch das Grundgesetz genau an dem Tag wieder außer Kraft getreten. Weil es ist ja, das Volk hat ja zumindest mitgearbeitet und hat ja eine Grundordnung auch geschaffen. Und das Grundgesetz war faktisch auch in der Ex-DDR nie in Kraft. Und dann ist er aufgelöst worden. Nee, aufgelöst worden ist er nicht. Er ist suspendiert worden. Ja, die DDR ist nicht aufgelöst. DDR ist suspendiert. Suspendiert heißt den Rüstenschlaf. Die Volkskammer wird nicht wieder eingeladen. Die sind noch nie richtig entlastet worden. Denn die sogenannte Auflösung der DDR ist am 18.07.0 Uhr wirksam gewesen. Und die Volkskammer hat am 18.07. nachmittags noch Beschlüsse gefasst. Also die haben als Untote gewirkt. So, also weiß man, dass sie nicht ordentlich ihr Geschäft beendet haben. Sind also betrogen worden. So, und genau bei dieser Nachmittagssitzung wurde eben die ganze Privatisierung beschlossen. Also, da weiß man, dass das also Müll ist, was sie dort produziert haben. Und dass die nachfolgenden Sitzen auch keine Entlastung bringen können, weil nur ein lebendiges Parlament kann eine Entlastung machen. Ja? Also wir wissen, dass die DDR-Volkskammer suspendiert ist, aber nicht aufgelöst. So, da muss man sich überlegen, warum hat man denn das gemacht? Der Beitritt war ab 18.07.0 Uhr nicht mehr möglich. Die Leute wären sofort aufgewacht oder es hätte nach einer friedlichen Erstrevolution eine blutige Zweitrevolution gegeben, wenn die Leute damals gemerkt hatten, was man mit denen gemacht hat. Und deswegen hat man alles vermieden, was danach riecht, dass irgendwie was Mysteriöses. Also man hat uns sozusagen bewusst getäuscht und irregeführt, was hier mit der BRD und DDR nicht stimmt. So, und hat also eine Wiedervereinigung eines gefeiert, aber nicht gesagt, was sie denn vereinigen. Ja?
Staaten haben sie nicht vereinigt, weil vorneweg war weder die BRD noch die DDR ein Staat, die waren immer fremdbestimmt. Wirtschaftsgebiete haben sie vereinigt, sie haben die Zollgrenzen beseitigt, aber sie haben es nicht in den Grenzen von 1937 gemacht, sondern sie haben es in den Grenzen der beiden Grenzen von BRD und DDR gemacht. Das ist eigentlich genauso wichtig oder unwichtig, wie als wenn zwei Firmen ihre Vertriebsmitarbeiter neu einteilen. Was anderes war es nicht. So, jetzt hatten wir aber noch den DDR-Personalausweis und der war ein Problem, weil der DDR-Personalausweis hat nicht die gleiche Personaleigenschaft wie der Bundesdeutsche. So, hängt mit der Verfassung zusammen, weil er einfach nur auf die DDR-Verfassung verwies und in der DDR eine Pflicht bestand, dies zu besitzen. So, damit wird also keine Personaleigenschaft übertragen. Und man konnte sie den DDR-Bürgern auch nur aufschwatzen, indem man sie einfach nur angelogen hat. So, und wenn man Täuschung im Rechtsverkehr betreibt, entstehen natürlich keine gültigen Verträge. So, und genau mit dieser Sache muss man die öffentliche Verwaltung konfrontieren. Wenn die DDR nie beitrat, trat sie nie dem Grundgesetz bei, weil ja, wenn der Geltungsbereich eines Gesetzes gelöscht ist, kann es nicht mehr angewendet werden. Man kann zwar irgendeinen Wunsch noch in die Präambel reinschreiben, aber die Präambel ist wieder nicht rechtserheblich, weil sie gehört halt nur, ist eine Willenserklärung, etwas zu wollen, aber hat als Paragraph keine Wirkung, weil es ist halt eine Präambel und kein Paragraph oder kein Artikel. Das ist einfach nur schmückende Einleitung, sage ich mal. So, da kann man natürlich irgendwas von Europa reinstellen und irgendwas behaupten. Fakt ist, die DDR und die Ex-DDR waren nie Teil der EU. So. Jetzt muss man sich fragen, wie kommen Leute in der Ex-DDR an die Staatsangehörigkeit von 116.1 Grundgesetz? Na gar nicht. Ja, wo sollen sie es denn her haben? Durch einen Beitritt kann es nicht passiert sein. Das Grundgesetz war nie in Kraft. Und da fragt man sich, wie das geht. Nur das ist ganz einfach. Die 116.1 Grundgesetz, die existiert nicht. Das ist das Rätsels Lösung. Und wer die glaubt zu haben, hat sie nicht. Und warum? Naja, ist einfach leicht zu überlegen. Der Staat endet mit dem Ende der Selbstbestimmung. Ja, also wenn ein Putsch kommt, endet der Staat. Bei Kaiserweggeputz endet der Staat. Also kann die Staatsangehörigkeit nur erworben werden durch eine notstandsrechtliche Anordnung oder indem man sie erworben hat vor dem Putsch. Ja, danach ist es einfach nicht mehr möglich. Die Staatsangehörigkeit des Kaisers kann man nur durch eine notstandsrechtliche Anordnung bekommen. Und die muss man auch bekommen, um eine gültige Wahl zu bekommen. So, das ist das ganze Geheimnis, was man euch allen vorenthalten hat. Und ob ihr den gelben Schein habt oder nicht habt, ihr habt keine deutsche Staatsangehörigkeit nach 116.1. Niemand hat die. Auch die Verfassungsrichter, die da was erzählen davon, die haben sie nicht. Und die haben sie erst dann nicht, wenn sie den gelben Schein haben. Das habe ich aber auch schon erklärt. Müsst ihr einfach nochmal ein paar Kapitel zurückblättern. So, das heißt, was haben wir denn? Wir in der Ex-DDR haben es etwas einfacher, weil wir im Notstandsrecht von 1914 bereits angekommen sind. Und zwar deswegen, weil die russische Besatzung schon 2006 abgezogen war. Und also dort genau in dem Moment der Verfassungsnotstand gegriffen hat. Dass die französische Regierung heimlich hier reinregiert, weil die Sowjetunion und Frankreich ein Abkommen geschlossen haben, ist die eine Sache. Aber mir ist heute früh, ich hatte also eine längere Wartezeit auf dem Verkehrsmittel, da kam mir immer in den Sinn, Kaiser, Haute Republik. Kaiser, Haute Republik. Also, ich weiß nicht, ob das auch schon mal passiert ist, dass euch irgendwas im Hinterstübchen immer wieder hochkommt und ihr merkt, irgendwas ist da nicht stimmig. Ihr kennt ja dieses Schreiben, guckt da einfach mal bei Google rein, Landratsamt de Min. Da wird ja bestätigt, dass wir im Haute Republik stehen. Da kann man sich fragen, mit was stehen wir denn? Mit beiden Füßen bis zum Hals? Keine Ahnung. Wir stünden im Haute Republik. Was ist der Haute Republik? Haute Republik ist ein Militärgesetz der Franzosen. Da muss man sagen, wie jetzt. Müsste ich ja im Prinzip, wenn ich eine Ordnungswidrigkeit begangen habe, also falsch geparkt habe, in Frankreich erstmal verurteilt worden sein, damit es in der DDR abgemahnt werden kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundeszentralregister irgendwas mit der DDR vereinbart hatte, dass sie für die tätig sein dürfen, vor deren Auflösung. Ja? Es gab ja in der DDR ein Ereignis.
Und vor dem Beitritt war das auch noch so. Und wenn sie am 1807 aufgelöst worden sind, hat Flensburg in Mitteldeutschland überhaupt nicht mitzureden. Weil sie müssen erstmal die Volkskammer wieder einladen und die müssen erstmal einen Beschluss machen. Das ist der erste Punkt. Da dachte ich mir, mir gingen die zwei Begriffe nicht aus dem Sinn. Old Republic, Frankreich, Kaiser. Und dann mit einem Mal war mir sofort klar, was hier los ist. Mich durchströmte eine richtige Energie. Wie als wenn man sagt, Mensch, bist denn du so blöd, dass du das nicht gleich gemerkt hast? Der Old Republic kann gar nicht greifen. Der kann nicht greifen. Weil, wo gehört denn der Old Republic hin? Das gehört in eine Zeit, die nach dem Kaiser war. Ja? Das ist ja auch schrittweise eingeführt worden. Im Zusammenhang mit der Regelung der EG und der EU. Das ist alles danach. So, der Kaiser hat im Beitritt zu den Regelungen des Old Republic nie zugestimmt. Also kann er doch auch nicht greifen. Wir können zwar drinnen stehen, wie in Schlamm und Dreck, aber er kann uns nicht beschmutzen. Ich sag's mal so. Ne? Also der Old Republic ist auch wieder eine Täuschung, die mir heute früh erst klar geworden ist. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage, was passiert denn, wenn man jetzt die Gemeinde mal richtig mit dem Old Republic konfrontiert? Also wenn man das Schreiben aus der Mine einfach mal rauskramt und dann mal ein bisschen stechen und sticheln tut. Wäre eine interessante Nummer. Fakt ist, dass es nicht greifen kann. Also Old Republic gilt immer nur dann, ich habe in irgendeinem anderen Land einen Verkehrsunfall gemacht, die haben mich dort verurteilt und dann wäre ich zu Hause noch mal vor einen Richter geladen und der muss ein Endurteil machen. So, da gibt es ein paar Regeln, die da anzuwenden ist. Guckt mal einfach mal bei der Lügipedia rein. Sind ja nicht alles Lügen, ein paar Sachen stimmen schon, aber es ist immer nur Halbseiten. Aber gut, die Erklärungen sind nicht ganz schlecht, guckt da einfach mal rein. So, und da seht ihr schon, ich bin noch nie in Frankreich. Ich habe in Frankreich keinen Pass beantragt. Ich habe in Frankreich auch nicht in der Bannmeile geparkt, auch nicht in deren Flugzeugen. Ich habe auch schon mal Strafzettel gekriegt. So, und bin auch 20 oder 25 Euro oder ja, in der Größenordnung auch schon mal verurteilt worden. So, ich habe das erstmal gezahlt und auf dem Zahlschein schreibt man drauf, unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit, unter Vorbehalt der Rückforderung. Und dann trennt ihr euch erstmal innerlich von den 25 Euro, die ihr wiederkommt, wenn das System auf die Füße fällt. So, warum? Naja, weil es ewig gilt halt nur innerhalb der Bundesbannmeile auf Schiffen und Flugzeugen, die Berechtigung haben, das Bundesdienstabzeichen zu tragen und andersweise Regelungen, die in dem Gesetz nicht genannt sind. Also nicht gelten. Tja, bums. Ja. Alles andere ist halt Willkür. Ja, dann fragt man sich, wie kann denn eine Willkür passieren? Naja, die sagen sich, der Old Republic greift dann durch und in Frankreich in einer geheimen Sitzung irgendwo zwischen Montmartre und der Notre Dame wird da irgendwo Gericht gedacht haben, dass sich halt nicht geladen hat. Und die haben sich dann abgemacht, dann verknacken wir jetzt die 25 Euro. Ja. Da kann sich eh nicht wehren, weil er ist ja nicht vor Gericht, er kann keinen Einspruch machen, also verknacken wir dann. Also sowas kann nicht funktionieren. Ja. Und sowas würden auch die Russen nie zustimmen. Und aus diesem Grund haben wir letzte Woche eine Beschwerde abgesetzt bei der russischen und bei der französischen Botschaft, diesen Old Republic aufzuheben, weil er nicht umsetzbar ist. Und zwar immer ist es wegen Beitritt, weil die DDR immer noch nicht in der EU ist, auch wenn die in den Amtsstuben das glauben, aber es ist nicht möglich. So, weil wir keine Rechtsnachfolge in der Weimarer Republik hatten. Ja, und Old Republic, wie gesagt, die Vorverträge zum Old Republic hat der Kaiser nie auf dem Tisch gehabt und demzufolge spielen die hier keine Rolle. Ja. Jo, geht. Also, Wahlbenachrichtigung mit 116.1 Grundgesetz ist also wieder Hornberger Schießen. Und wir müssen dann vielleicht mal in einer der nächsten Teile auch mal ein bisschen was zu der Fähigkeit oder den Gaben fix zu erkennen sagen. Das habe ich mir also auch vorgenommen, dass ich das nochmal machen will, weil da gibt es auch noch einiges zu erzählen. Wir machen erstmal einen kurzen Break und wir erklären dann, was mit diesem dieser gefegten Wahlbenachrichtigung nicht stimmen kann. Aber dies ist so genial. Mit dieser Wahlbenachrichtigung könnt ihr eure Bundesstaatenangehörigkeit zurückholen. Denn, was gilt denn? Wenn ein falscher Vortrag gemacht wird, ne, und das fällt auf, dann ist es rückabwickelbar. Und wie die Rückabwicklung funktioniert und was man dazu machen muss, erkläre ich dann im Teil 14.